Hallo, herzlich willkommen von WOM Adventure. Wir sind weiter unterwegs in Georgien und du sagst zu uns, wo wir durch sind. Wir sind den Zagaro-Pass runtergefahren, dann sind wir in den Okhatsi-Canyon, haben den besucht, dann die Prometheus-Höhle noch angeguckt und dann waren wir noch in einer Cave Town und in Kutaisi. Richtig. Richtig. Viel Spaß beim Gucken. Tschüss. So, es ist morgen früh um 7:30 und wir fahren schon los über den Zagaro Pass. Es ist nämlich schlecht Wetter angesagt, sollte eigentlich schon regnen, aber wir haben Glück. Ich habe das Wetter ein bisschen schöner gemacht, als es ist. Ich habe es nämlich rausgeschoben. Deswegen fahren wir noch so im Halbtrocknen davor. Ciao, Schuli, es war schön bei dir. Wunderbar. Wir haben gestern noch schön gegessen am Abend. Und jetzt geht's los. Fährst du weiter rechts? Ich fahr, glaube ich, rechts durch. Ist, glaube ich, so sieht der Zagaro-Pass von Uschkuli her aus. Wir sind die erste Kuppe zu befahren. Da geht es jetzt hoch zum Zagaro-Pass. Tiefe Löcher. Das ist aber tief. Doppelpfützenpass. Mittendrin. Nein, es ist kein Fluss. Aber jetzt fängt es an zu regnen, wie ihr seht. Muss da auch noch durch. Es ist ziemlich tief. Ja, ja. Halben Meter tief, sicher. Noch hoch zum. Wie heißt es schon wieder? Zagaro. Zagaro-Pass. Und ihr seht, hier ist alles auf Schiefergestein. Es ist einerseits gut, weil es weich ist. Die haben übrigens auch die Straße da mit dem Bunker immer wieder ein bisschen breiter gemacht, weil das Zeug immer mal wieder abrutscht. Zagaro-Pass, 2623 Meter ist der hoch. Eigentlich gut befahrbar unterdessen. Kein Problem. Fahrereinsatz. Das ganze Gewicht vom René muss die Gegenleistung halten. Meinst du, kannst mit deinem Gewicht den Camper in die andere Richtung damit ziehen? Damit ich einigermaßen gerade bin. Okay. Mann, so. Weil da ist ein richtiger kleiner Fluss. Ey. Streifen rechts auf der anderen Hangseite. Da grünt alles da zwischendurch. Ein kleines Flussbett oder ein breites. Und mit spitzigen Steinen. Also wenn es da mal richtig regnet, dann ist das hier fast nicht mehr passierbar. Jetzt aber schon. Aber die spitzigen Steine. Da muss man aufpassen. Es regnet richtig ein Gewitter. Wir sind gut in der Zeit zum Glück. Pass schon überquert. Jetzt geht es noch ein Stück runter. Ja, wir sind wieder voll in die Nässe reingelangt. Bäche laufen runter. Aber es ist gut befahrbar. Kein Vergleich mit dem Giardelli-Pass. Das war dann
eine andere Nummer. Heißt Cidilla natürlich. Bald kommen noch ein paar Serpentinen runter. Das ist die nächste Herausforderung und danach fährt man ins Tal eigentlich durch. Dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Also voller Regen, Bäche fließen. Noch zwei Serpentinen und dann haben wir es hinter uns, glaube ich, das Schlimme. Also noch einmal eine Herausforderung. Aber solange der Boden so ist, der ist nämlich griffig, geht es. Sobald aber Erde kommt, braun, dann ist es ziemlich rutschig. Sind wir so richtig ins Gewitter reingekommen, es blitzt und donnert, es knallt und fällt. Und ich hoffe, der Hang rutscht nicht und schließt uns ein. Wir sehen da richtige Brocken. Das Risiko jetzt ist natürlich höher, weil alles schwer wird. Ich habe hier nur Winterreifen drauf mit guten Stollen, aber vom Petlas türkische. Der ist trotzdem griffig, kein Problem zum da hochkommen. Ja, da bollert dann schon mal ein Stein runter. Ich hoffe nicht gerade jetzt. Aber wir sind ein bisschen zu spät dran, muss ich ehrlich sagen, eine Stunde, weil ich habe verschlafen. Wir wollten eigentlich um 6 Uhr aufstehen, 6:30 abfahren. Ja, früh war es ja noch gut, ne? Ja. Hatten wir ja noch. Ja, letztlich weiß es nicht. Die Kurve, die ist ja genial. Platz ohne Ende. Da kannst du ja Häuser drauf bauen hier. Ja, ich baue hier ein Haus. Gleichzeitig bin ich gerade ein Brot hinten am Backen. Das geht auch. Der Fluss. Und hier ist es richtig steinig. Also viele Steine. Ich muss da aber langsam fahren. Ja, da vorne kommt eine Brücke. Jetzt hat sie gerade die Seite gerissen. Ich fahre da mehr rechts. Davor aber trotzdem ein Fluss. Nein, ein See. In etwa so geht es die ganze Zeit zu und her. Bäche auf der Straße, dann Bach über die Straße. Ruppelig. Aber ich meine, wir fahren nicht bei schönstem Wetter, da nützen wir, machen Pause, und bei Regen ist es, glaube ich, ja, fahren wir lieber. Das macht auch nichts jetzt da, geht eigentlich gut. Der René hat mir gerade gesagt, er hat ein Problem mit seinem Scheibenwischer. Ja, wie ist denn das mit dem Scheibenwischer? Der geht immer bei Regen kaputt und bleibt er plötzlich hängen. Aber nur bei Regen! Das ist schon komisch, oder? Tja, ja. Der ist zu faul, der Scheibenwischer. Das ist eine faule Socke. Was zu tun? Jetzt ist er schon durch. Es ist tief. So, das Wetter ist aufgegangen, es ist nur noch leichter Regen. Wir sind praktisch unten. Wir haben noch Pause gemacht. Gefrühstückt, mein Brot, das ich gebacken habe beim Runterfahren, war tipptopp. Was will er jetzt sein? Reifenkontrolle, weil es blinkt und piepst mal rechts vorne, ob noch alles okay ist. Und natürlich braucht der Fahrer zwischendurch eine Pinkelpause. Verpiss dich! Damit sich der Regen ein bisschen mit vermischt. Eigentlich gleich noch, weiß auch nicht, was waren das, 2-3 Kilometer nach dem ersten Dorf, ist die Straße wieder befestigt. Tipptopp sieht das dann aus. Neue Betonplatten. Geht gut zum Fahren, aber man kann nicht so schnell. Die sind nicht sackgerade. Das ist mal eine schöne Bergstraße. All right, bye. You all right? Okay. Good trip. Thank you. You too. So, wir sind angekommen und es regnet in Strömen manchmal und der Fluss steigt und steigt. Ja, wir stehen hier hinten
weit vor der Ausfahrt. Da hinten stehen Schweizer Familie und dann die anderen Deutschen. Unterdessen kennt man sich, sind alle ein bisschen dieselbe Richtung unterwegs, sieht man sich immer wieder. Das ist okay so. Tja, morgen geht's nach Kuitasi. Was da? Nichts so, oder? Eigentlich nicht. Aber von der Größe gesagt, da ist keine Straße mehr. Hoffe ich. Da unten durch. Hat mir da ein Einheimischer signalisiert. Tipptopp. Ja, wir fahren da unterhalb der Baustelle durch. Grauer Schlamm. Ist auch ein gutes River-Rafting da, he? Ja, plötzlich wieder mal die Straße weg, weggeschwemmt vermutlich. Dann geht es wieder Offroad weiter. Vorher war eine Top-Straße da, ich glaube, die kommt wieder. Und es regnet ja seit 2 Tagen und vielleicht seht ihr es da unten. Der Fluss, ja, der wächst und wächst. Wir fahren jetzt weiter zu einer Schlucht ins Landesinnere, ein bisschen runter. So sieht das aus, bei Regen, ja, die Straße mal gut, dann wieder eben so Zeug. Es sind irgendwelche Bachflüsse-Überquerungen. Auch das kann passieren, mitten auf der Straße, so ein Felsen. Zum Glück kann ich den umfahren, sonst hätte ich den noch wegräumen müssen. Wieder, da kann man sich den Reifen aufschlitzen, die sind sowas von spitzig. Das ist ein Boller, du. Ui, ui, ui. Ich bin weiter auf dem Weg nach Lentechi und da ist jetzt mal einfach kurz die Straße weg. Abbruchkante. Und es wird aber schon gebaut. Das heißt Mele. So, wir sind im nächsten Dorf. Chikareshi heißt das. Ja, geht mal rechts, genau. Toll, toll. Stehst da. Hauptstraße 320, 380. Toll. Da komme ich gar nicht durch, aber hier komme ich durch. Und ich kann gleich noch da rechts. Kannst du mal dein Dach waschen geht hier. Genau. Hoffentlich ist es Dach. Über die Autowaschanlage. Das sind also Viadukte, wenn man so will. Jetzt noch durch die Pfütze da. Unterbodenwäsche, ja, das ist auch einen halben Meter. Der ist ganz schön tief, ja. Und wieder auf die Straße. Im Dorf Yakuderi. Und guck mal da rechts. Sandbleche. Oder ja, Landepistebleche. Der ganze Gartenhag ist voll mit denen. Jetzt sind wir in Sashi. Es kommt also ein Dorf nach dem anderen. Ja, jetzt sind wir da einen völlig verkackten Weg runtergefahren, um da hinzukommen zur Schlucht. Weil da gibt es eine alte und eine neue Brücke. Die alte Brücke, oh, da komme ich gar nicht durch. Ja, die alte Brücke, die ist Fußgängerbrücke und die neue, die ist bei Google gar nicht vermerkt. So, da sind weiter diese. Rechts. Weiter rechts fahren. Rechts ist mehr Platz als hier. Ah, das ist die Dinge. Geht's oder geht's nicht? Also, es sieht so aus, als ob es geht. Ja, es sind noch 20 cm. Wir sind hier an der alten Brücke und jetzt hätte uns die beinahe den Weg versperrt. Aber es geht, er kommt durch, super. So, ich laufe jetzt mal hier die alte Brücke. Da kann natürlich keiner drüber fahren. Richtig tolle Hängebrücke, ist die geil, die Brücke. Diese Brücke kennt Google nicht, aber auf den Fotos sieht man sie von Leuten, die fotografiert haben. Wahnsinn, weil sonst müsste man einen riesen Umweg machen. Während der René über die neue Brücke fährt,
und mich drüben wieder abholt. So, ich habe es überlebt. Das ganze Ding schwankt und wackelt. Falschstreben darf man nicht. Also der René testet gerade seine Grenzen aus. Wir wollen nämlich eigentlich zu dem Okatze Canyon und da kann man eigentlich mit dem Fahrrad hin oder hinlaufen. Aber nein, René muss da jetzt hinfahren. Unbedingt. Und es ist ein Wahnsinnsgefälle und eine Wahnsinnssteigung. Die Straße war ganz übel gerade. So, jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir doch mal Endstation. Die Straße wird immer übler und der Rest wird gelaufen. So, wir schauen jetzt einen Canyon an, auf dem man wie in Spanien drüber laufen kann. 600 Stufen hat es insgesamt. Jetzt geht es zuerst mal runter. So, jetzt sind wir auf diesem Abgrund. Wahnsinn! Also das Teil ist wieder Camino del Rey in Spanien, aber es ist also gut gesichert. So, jetzt sind wir am Endpunkt und ihr seht, wie es da runter geht. Ach, meine Höhenangst ist auch schon besser. Ach Scheiße, wenn man da runter guckt, dann lernt man das fürchten. So, jetzt das Geländer und es geht. Also, für Leute mit Höhenangst kein Problem, das ist ganz leicht machbar. Für Leute ohne Höhenangst ist das schon eher schwieriger, weil in der Höhe eben die Angst das Problem ist, nach Karl Lauterknack. Ja, das war jetzt ein Witz. Ja, die Regentage haben auch was Gutes, weil es hat viel Wasser und das sieht doch schön aus da. Das verläuft da schön nach hinten. Leute, ich kann euch sagen, der René nimmt hier schon seinen Mut zusammen. Der ist nämlich eigentlich höhenangstgefährdet. Ja, ich hab Angst. Du hast Angst, aber hier gerade ein bisschen mutig. Testet die Konstruktion, aber sie hält. So, das war der Okatze Canyon. Sehenswert, 17 irgendwas kostet es. Und ja, man kann auch zu Fuß gehen. Es sind nur 2 Kilometer vom Parkplatz. Und damit ihr wisst, wo das ist, guckt bei Polarsteps. Unten ist der Link. Da werde ich es dann veröffentlichen. Benji, hi, Schätzeli. Hi, Ayla. Hi, die haben gewartet. Da natürlich, die dürfen nicht rein. Und das ist das Schöne. Die warten, ich pfeife, sie hören, sie kommen. Der Weg zurück schaut mehr aus wie ein Flussbett als wie eine Piste. Höchste Fahrerkonzentration. Jetzt kannst du was sagen, wenn du willst. Aber ich weiß, du musst dich jetzt voll konzentrieren, oder? Ja, jetzt ist das Schlimmste hinter uns. Stufen vorbei, das waren richtige Stufen, gell? Ja. Oh, mitten auf der Straße. Links kann man gar nicht fahren wegen den Seilen. Extreme Erdverschiebungen, der ganze Hang rutscht runter. Ich bin da nämlich schon mal durchgekommen und ja, da, ihr seht hier richtig übereinander gefaltet, aber jetzt kommt dann ein ganz, ganz schlimm. Mit dem zweiten Gang runtergefahren und plötzlich dieser Krater, ich bin nur noch drüber gesprungen. Schau dir mal, mal auf den Markt in Kutaisi, da gibt es Markthallen und das ist eine. Hallo. Der René ist schon mit seinem Gepäck. Er muss einkaufen jetzt heute. Also und hier gibt es wunderbare Obststände. Das ist doch eine
gebracht. So sieht das aus, wenn man einen Anschluss für die neue Wasserpumpe sucht auf einem georgischen Markt. Das ist ein georgischer Mini-Baumarkt. Ja, jetzt ist der Fahrer weg, aber wir sind in einer Selbstbedienungswaschanlage und hier gibt es ganz tollen rosa Schaum. Hallo Angie, Wachhund! Ah, und das Wasser ist 40 Grad, bestimmt echt heiß. Ich glaube, da ist das Wetter fast so schön dazu. Aber natürlich gehen wir da rein. Also in Georgien gibt es auch mal Stau. Wir fahren gerade den Rikoti-Pass und das ist die Querverbindung so quer durchs Land. Aber da wird gefahren wie die Henker. Also durchgezogene Linie hindert nicht unbedingt am Überholen. Wir nähern uns jetzt langsam der Höhlenstadt. Die Gegend hier ist richtig trocken. Toll aus. In der Ferne sieht man ein bisschen die Konturen der Höhlenstadt, die werden wir uns dann angucken. Das ist Ublisike. So, wir sind jetzt in der Höhlenstadt Cave Town in der Nähe von Gori. Historisch, da sieht man auch die Wagenspuren. Ja, Höhlenstadt, die schauen wir jetzt an. Das war der Haupteingang, natürlich ohne diese Metallstufen. So, da ist mal eine Höhle. In den Felsen gehauen, da hat es noch mehr. So, jetzt bin ich ziemlich ganz oben und wunderschöne Aussicht. Natürlich sind die Touri-Gruppen schon da. Und jetzt da hinten ist eigentlich die Stadt, wo sie gewohnt haben, bis 1920 und dann war das verlassen, dann ist man da rübergezogen, an die andere Seite des Flusses. Und das hier war eigentlich mehr eine Opferstätte, ein Tempel, hat man genützt, auch um Wein zu machen. Hier unten hat man gekocht, Brot gebacken und so weiter. Also, es wurde eigentlich mehr aus religiösen Gründen genützt. So, jetzt gehen wir mal da rein. Tja, offenbar hat man auch Wasser hier gespeichert. Also dieses Historische ist halt schon immer wieder interessant. Auch hier, es hat überall so Löcher für Wasser oder Wein, keine Ahnung. Hier ist eigentlich wieder Tempel. Genau, da sieht man auch, hier wurden immer wieder mal Kerzen angezündet. So geht's aufs Dach hoch, auf diesen Tempel. Ah, dahinter hat es noch mehr Zeug. Hey. Ah, sowas fasziniert mich, muss ich ehrlich sagen. In der Natur, ja, Behausungen oder was auch immer. So hat man das früher gemacht, ist schon fantastisch. Man hat hier wirklich lange gelebt. Vielleicht sogar Handel getrieben. Hier in dieser Stadt sieht man auch ein Gefängnis. Das sind ist der Boden unten viel weiter und die Wände werden schräg nach oben schmäler, sodass die Gefangenen auch ja nicht rauskommen. Ist irgendwie gruselig. Aber so war das halt zu der Zeit. Und der Rest hier außenrum ist die Basilika. Auch hier, das ist wahnsinnig. Guck mal die Decke an, bis auf diese Säule, die ist neuen Zeitalters. Aber wie die das so gemacht haben. So, aber jetzt folgen ein paar Fotos.
Ja, leider schon wieder fertig, aber es kommt ja bald wieder das nächste. Danke, dass ihr dabei wart und Daumen hoch und ja, bis bald. Tschüss.